Mir alles. Genau, und wir werden quasi jetzt 7 kurze Spiele in Folge machen, also nur den Anfang. Okay. Und danach wollen wir ja diesmal die neue ja, Observer-Klasse einbauen, dass du mir quasi beim Zocken zuguckst, bei einem echten Spiel, wo ich dann auch versuche zu gewinnen. Und ich versuche gleichzeitig noch so viel, wie ich kann, zu erklären. Geil. Mega. Cool, ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal, oder? Genau, wir sind im I can Spiel. do Ab dafür. that. Work, Da habe ich work. schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Ah, da ist jetzt. Ausreden. Genau, aber wir spielen, also die Spiele hier, die werden wir eh nicht zu Ende spielen gegen Computer. Aber ich will Danke, euch einfach Neo. ein bisschen erklären, was bei welchen Maps ja wichtig ist. Also Amazonia ist die kleinste Map. Gleichzeitig ist es meine Lieblingsmap. Einfach aus dem Grund, weil sie klein ist. Und das ist, glaube ich, auch für Anfänger gut. Also ich mag die aus dem Grund, dass ich als alter Hase mit nicht mehr dem größten Skill ja trotzdem einigermaßen klarkomme, weil ich muss nicht so viel scouten zum Beispiel. Also große Maps musst du natürlich immer überall scouten. Du musst wissen, was der Gegner macht. Und hier ist die Map sehr klein. Also wenn ich jetzt mal hier so rumscroll, du kannst wirklich innerhalb von ein paar Sekunden zum Gegner hochlaufen. Und Genau. weißt du, was Also man hier machen kann? es gibt nur eine Position, wo der Gegner sein kann, und das ist hier gegenüber, genau. Genau, zwei Player. Und was kann man hier machen? Also die Map hat eine Besonderheit, man kann hier den Lightning Shield Creep machen. Und den würde ich auch mal erklären. Ist nicht so 100% einfach, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das schon hin. Ab und zu versaue ich selbst noch bei Ladder-Spielen. Man muss halt wirklich darauf aufpassen, dass man es zum korrekten Timing macht. Also wenn ich jetzt, also das heißt zum korrekten Timing den Creep angreifen. Ich werde das gleich erklären, wenn ich den Creep hier mache. Also es ist direkt gegenüber von der Base, nebenan sozusagen. Und beim Lightning Shield Creep muss eine Sache vorhanden sein. Du musst deinen Helden zwischen zwei entweder Einheiten oder Gebäuden haben. Und Oh, okay. ich mache das jetzt quasi, wenn du ein Farseer hättest mit den zwei Wölfen, dann bräuchtest du gar kein Gebäude. Du könntest sofort hin und mit zwei Wölfen quasi deinen Hero surrounden sozusagen. Und Lightning Shield casten, weil die Mechanik ist quasi so, du musst dein Hero quasi muss an zwei Punkten berührt werden von irgendwelchen Sachen von dir, Gebäude oder Einheiten. Und dann musst du den Creep angreifen in der Mitte hier, den Renegade Boah, Wizard. Alter, ich fühle mich gerade, als ob du eine Abi-Arbeit mit mir absprechen würdest. Ja, es ist nicht mehr komplett für Anfänger jetzt, also schon aufpassen, Nee, Maxi. krass, krass. Jetzt können wir es auch gleich machen. Und der Trick dabei ist, also ich mache das mit dem Shadowhunter gerne auf der Map, weil ich dann nachher Pitlord spiele. Und bevor ich das mache, setze ich schon mal so ein Was Serpent du Ward. spielst, was spielst du? Hitler spielst du danach? Pitlord. Pitlord, also Entschuldigung, Genau. sorry. Und jetzt habe ich ihn quasi surrounded sozusagen. Ich habe den Grunt links und den Shop rechts. Und wenn ich jetzt den angreife, dann kommt das Lightning Shield. Und jetzt ist das auch meine Quas. Einheit. Ach Und was, und jetzt stellst du dich da einfach da rein und creepst die entspannt durch. genau, die kriegen jetzt Schaden Ach, von dem wie Lightning Shield. krass. Und ja, wo man wirklich aufpassen muss, du musst quasi den letzten Hit ohne Lightning Shield machen. Weil das Lightning Shield, wenn das Lightning Shield den Creep Gibt keine hittet, Erfahrung. genau. Ha, und jetzt bist du schon fast Level 2. Das sieht man hier an dem Lila unten. Der Balken ist hier fast voll. Dann bist du Level 2 mit deinem Shadowhunter. Okay, krass, nice. Also das ist so ein Trick für die, wird eigentlich von allen Rassen gemacht. Also die Nightless machen es gern mit dem Archer. Manchmal machen es die Undeads sie auch, aber ich würde sagen, bei Orks sieht man es auch am meisten. Und das ist so eine der Besonderheiten von Amazonia, was man auf anderen Maps nicht so leicht machen kann, weil hier ist halt der Creepspot direkt gegenüber und man kann sofort Ja. hinlaufen. Ja. Und ja, was man sonst noch auf der Map hat, man hat hier in der Mitte, ich nenne sie die Bash Brothers. Die sind ziemlich Die Bash stark. Brothers, die Ja, drei hier. ich zeig's mal kurz, weil die haben quasi den Bash und dann kannst du nicht mehr laufen. Also das ist dann prozentual. Na, jetzt bashen sie gerade nicht. Ah, da. Jetzt haben wir's. Ja, das ist fies, ey, das ist fies. Da musst du wirklich aufpassen. Ja, ansonsten hat man zwei Shops, links und rechts. Die sind natürlich, es ist so das wichtigste Gebäude. Du kannst die Heal Scrolls kaufen und Invu Potion. Das sind so die zwei wichtigsten Items aus dem Shop. Gibt natürlich zwei davon und die Red Spots haben die Granit Golems. Die zeige ich auch noch mal kurz. Kann ich natürlich mit einem Hero Light nicht machen. Also, das sind so die stärksten Creeps hier. Das sind die stärksten Creeps hier, ne?
Genau, und in der Mitte ist noch die Taverne, da kann man dann die neutralen Heroes kaufen. Und ja, die Map ist halt wirklich von der Dynamik her sehr, also sehr kurzlebig, sag ich mal, weil du ja sehr schnell deinen Gegner triffst. Du läufst das auch alles fix ab, ne? Also es ist sehr kompakt alles. Genau, das, also das ist die kleinste Map, die wir haben, Map Pool. Und ja, also ansonsten, jeder hat eine Expansion, das ist so, also es ist für eine kleine Map Standard, bei großen Maps hast du dann noch mehr Expansions, aber bei kleinen meistens nur eine. Und ansonsten hat man noch die Merc-Camps links und rechts in der Ecke. Ja, das ist eigentlich, das ist alles zu der Map. Ist halt die kleinste Map, du kannst den Lightning Shield Creep machen als Ork, ganz nett. Und ja, Spiele sind relativ schnell vorbei, sage ich mal. Aber meistens auch sehr action-packed. Und deswegen finde ich die Map cool, nice. Cool. Du kannst jetzt nicht viel wegrennen vom Gegner. Jo. Alles klar, das war die Map. So, als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal auf Northern Isles. Oh, falsch. Ich mache Taker 2, da kann auch jeder gern reinkommen, wer will. Yo, yo. Wo ist denn jetzt Northern Isles? Ist auch eine 2-Spieler-Map. Ist aber ein bisschen größer. Man sieht schon auf der Minimap, dass man hier 4 extra Goldminen hat anstatt 2. Also man hat 2 verschiedene Optionen, um letztendlich ja, zu expandieren. So, Spiel ist auf, Taker 2. Ja, warte, ich versuche dir gerade zu joinen, aber über die Friendlist geht's irgendwie nicht mehr. Ja. Wenn ich zu sagen, die Friendlist benutze ich überhaupt nicht in neuen Warcraft. Hast du keine Freunde? Nee. Hey Miri, servus, grüß dich. Okay, ich bin drin. Jo. Hast du die Map Northern schon mal gespielt? Isle, okay. Was sagst du? Hast du die selbst schon mal gespielt? Nee, die tatsächlich noch nicht. Die tatsächlich noch nicht. Was ich auch mal zeigen kann, wobei, nee, das heben wir uns auch für die Ork Advance, das Peon Micro, wie das genau funktioniert. Das passt mehr ins Ork Advance Tutorial rein. Ja, da brauche ich Hilfe. Da brauche ich Hilfe. Ja, man muss letztendlich einfach nur schnelle Finger haben, letztendlich. Ja, genau, dass man einzeln die ganzen hier so ein Peon nach dem anderen anwählt und wieder zurück in die Mine schickt. Ey, da werde ich wahnsinnig. Ja, sind so ein kleines bisschen schneller, aber das sind halt auch so die kleinen Unterschiede, die machen halt, du hast halt so 50 mehr Gold und auch 40 mehr Holz ungefähr. Krass. Wenn du das machst und du kannst halt wirklich sofort, ja, quasi mehr Gebäude bauen. Das hat schon, bringt schon was. So, Northern Isles, also wie man sieht, ist es eine Ice Map. Persönlich finde ich ja Ice Maps nicht ganz so toll vom Layout her, also mir gefällt es irgendwie auf Summer Maps besser. Ich weiß auch nicht, ist einfach persönliche Präferenz wahrscheinlich. Was man hier hat, man hat wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten zum Creepen. Die Night Elves, ich sehe gerade sehr viele Creep-Spots hier, ja. Du hast 3 grüne Spots und noch den Orangen. Und den Orangen können die Night Elves mit ihren Bäumen auch sofort machen. Also direkt hin als erster Creep. Und vor allem mit Keeper of the Grove, wie das gemacht. Und der ist dann direkt Level 2. Wir haben wieder eine Taverne in der Mitte. Sprich, wenn es hier ja um Neutral Heroes geht, also die meisten Maps haben Tavernen in der Mitte. Das ist einfach vom Map-Making her, irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass die Taverne immer in der Mitte ist. Ansonsten haben wir auch wieder Shops. Die sind, hier gibt es jetzt die ja, Besonderheit, es gibt nur einen Shop. Also selbst bei der Amazonia-Map, bei der extrem kleinen Map, hat die hier 2 Shops. Ja. Und hier haben wir nur einen. Und, oh krass, ja. Wie gesagt, der Shop, das ist so das wichtigste Gebäude. Du kannst die Heroes kaufen. Alter, ich habe mir gerade die Fresse so sehr an meinem Tee verbrannt. Ich sterbe gerade. Fuck. Entschuldigung, sorry. Kein Problem. Die Creepspots sind auch sehr einfach hier am Anfang. Also du kannst wirklich sofort hier reingehen. Als Ork creep ich ja auch gerne mal auf Level 2 erst, bevor ich harassen gehe. Oft ist ja bei Ork-Strategien so, dass du... ja, es ist besser, wenn du den Gegner störst am Anfang, anstatt selbst zu creepen. Mehr dazu auch nochmal in den nächsten Folgen im Ork-Special für... Ist das wirklich Ork besser als Ork zu harassen? Ja, auf jeden Fall. Du willst deinen zweiten Hero, deinen TC, willst du hochleveln. Aber mit deinem ersten Hero willst du schauen, dass der gegnerische Hero möglichst niedrig bleibt. Okay. Ja, der Shop, wie gesagt, hat auch extrem starke Creeps. Ich kann dir mal kurz anhauen. Also die haben halt Giftschaden und Purge, also die Summons, meine Wölfe werden sofort weggepurged, also es ist nicht so einfach, den Shop zu creepen.
Und ja, die Map, also da geht's wirklich, man nennt das dann Shop Control, nennt man es in Warcraft. Okay, okay. Wer also den Shop controlled, hat einen richtig großen Vorteil, weil er kann halt die Scrolls und die Evo Potions kaufen. Und was wir auch noch haben, ist ein Marketplace. Kennst du dich aus, wie der Marketplace funktioniert? Ich glaube, alle Items, die man mal verkauft hat oder so, findet man da wieder? Ja, also alle Items, die ich in dem Spiel theoretisch droppen könnte. Also es gibt ja auch ganz viele Items, die auf bestimmten Maps überhaupt nicht vorhanden sind, weil die, die Creeps sind nicht hoch genug im Level. Mhm. Aber du findest dann hier, siehst du, jetzt habe ich gar nichts gemacht, aber der Gegner hat was gecreept wahrscheinlich. Und immer wenn jemand was creept, dann kommt da ein neues Item dazu. Ach krass. Du kannst dann vor allem auf Echo Isles, das werden wir später noch besprechen, da ist der Marketplace noch wichtiger. Und hier haben wir dann noch dieses Lab, wo man seine Shredder kaufen kann, also Shredder, der kann quasi Holz holen, sein Zeppelin, um Einheiten einzuladen, als Lufteinheit, wird auch oft benutzt, um Micro zu machen. Und diese kleinen Zappers. Der Foggy, der benutzt die am meisten. Das ist halt so lustig. Die sind ziemlich teuer. Du brauchst 3 Stück davon, um so eine Echse kaputt zu machen. Also du musst sie wirklich sehr präzise einsetzen, weil die haben ganz, ganz wenig Hitpoints und sterben extrem schnell. Ah, okay. Und der Red Spot hat da diesen McIntyre Reaver. Der macht so eine... Ich hau den mal kurz an, also ich kann den so nicht creepen mit meiner kleinen Armee. Der sieht fett aus. Ja, der hat so einen kleinen Stun, so einen Eis-Stun. Und Red Spots gibt's 2 Stück, links oben ist auch noch einer. Und jawohl. Red Spots bei allen Maps ist es natürlich so, wenn du den Red Spot bekommst oder vielleicht sogar beide Red Spots, dann hast du halt einen extrem großen Vorteil, weil du beide großen Items bekommen hast. Ja, okay. Das kann dann eine Aura sein, das kann irgendwas anderes krasses sein, so eine +12 Claw für einen Lich oder einen Blade Master. Hier wird gerade gefragt, seit wann spielt Maxi Warcraft 3? Ja, das kannst du mal selbst beantworten. Boah, ich weiß das Jahr gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. Ich glaube, das war so, Ich mach schon das nächste auf, TK3. WC3L Season 2? Ah, ja, ja. Das, Also... Wer hat da noch gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr. Alter, ich weiß es auch nicht mehr. Wahrscheinlich also meine beiden Online-Spiele, MTV wahrscheinlich, aber meine beiden Online-Spiele, die ich damals gezockt habe bis zum Gehtnichtmehr, waren Diablo 2 und Warcraft 3. Und Warcraft 3 habe ich am Anfang ganz, ganz lange Night Elf gespielt, ja, und dann eine Zeit lang Human und dann bin ich bei Ork stecken geblieben und mit Ork bin ich in der Ladder Level 40 sogar gewesen. Ja, das ist schon ziemlich gut. Aber halt mit einer Winrate von irgendwie 50,3% oder so, ne? Was mit 1000 Spielen. Heute ist das ja normal. Ja. Heute ist doch alles ein Weil bisschen alle schwieriger. Weil alle gut sind in der Ladder, ne? Ja, also 50% ist schon, also ich bin jetzt auch genau bei 50%, glaube ich. Krass. Und es ist echt hart, wie schwierig die Ladder heutzutage ist im Vergleich zu damals. Ich hatte damals 100% mit 196 Spielen. Aber das war auch mit 2&2. Also im 1-on-1 hatte ich, glaube ich, 69-0 oder so. Mit Lash damals noch, oder? Ich habe 2&2 mit verschiedenen Leuten gespielt, aber den ersten Loss habe ich damals noch mit Gento bekommen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst oder ob du den überhaupt... Gento kenne ich nicht. Ich weiß noch, was das für eine Szene war, als du in der Frozen Throne Beta Ghost Rider zum allerersten Mal gegen den gespielt hast. Das war in der Reign of Chaos, meinst du? Weil Frozen Throne hat er gar nicht mehr gespielt, glaube ich. Hat er gar nicht mehr gespielt? Ich glaube, also ich habe es in Erinnerung, dass du Ghost Rider damals in der Warcraft 3 Beta, in der TFT Beta kennengelernt hast, ja. Und dann hast du den, zu MTV geholt. Ah, nee, der war bei Reign of Chaos bei MTV. Okay. Also ich habe damals vor TFT mit ihm gespielt. Ich glaube, TFT, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, da hat er schon gar nicht mehr gespielt, richtig. Das, war nicht auch mal Sakat? Nee, Sakat war bei SK, genau. Genau. Der hat ja in Deutschland gewohnt. Das war der einzige Koreaner, der quasi in Deutschland gewohnt hat. Ja. Yeah.
So, Concealed Hill ist jetzt die nächste Map. Ist auch eine von den neueren Maps sozusagen. Relativ kompakt, aber trotzdem, die Entfernung ist um einiges weiter als jetzt bei Amazonia. Ja. Es gibt auch wieder nur eine Expansion jeweils. Sprich, wenn du gucken willst, ob der Gegner eine Expansion hat, dann hast du nur diesen einen Spot und noch in der Mitte den Concealed Hill. Da laufe ich gleich mal hin. Und die Map heißt halt auch so, weil in der Mitte, das ist wirklich ein riesen Hügel. Da sieht man nur, wenn man reinzoomt. Ich laufe da mal kurz hoch. Okay. Und da gab es ein paar richtig coole Spiele auch in letzter Zeit. Genau, Todd gegen X-Lord war das. Da hatte Todd seine Late-Game-Expansion hier. Und jetzt sieht man auch mal, wie hoch der Hill ist. Also bei mir auf jeden Fall, wenn der Wolf jetzt hier hinten rumläuft. Und bei Warcraft ist es ja so, wenn du von unten nach oben angreifst, dann haben deine Fernkämpfer eine Miss-Chance. Das heißt, jeder dritte Angriff oder so, der trifft das Ziel nicht mehr. Und dann steht da nur Mist. Das ist ja kacke. Ja, und daher ist der Concealed Hill quasi strategisch sehr wichtig. Wenn du oben stehst, hast du immer einen Vorteil. Und da gibt es quasi noch eine dritte Expansion-Möglichkeit, um die dann, wenn das Spiel in die Länge geht, dann wird sich da meistens so gestritten. Aber was ich so geil an WC3 finde, ist, die Spiele gehen in der Regel nur so 20 Minuten oder so. Also es ist ein sehr schnelles Spiel. Ja, ja. In der Regel. In der Regel geht es relativ schnell, ja, das stimmt. So, jetzt will ich mal hier einen Trick zeigen. Man kann hier den Ogre, kann man hier einsperren. Man kann ihn quasi rauslocken. Und, also sprich, du lockst ihn raus, indem du mit einer Einheit relativ nah dran gehst. Hey, geil, ich sag dir, sorry, dass ich dich kurz ablenken muss. Ich habe gerade einen sensationellen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, bei mir auf dem Stream in den Ingame zu gehen. Okay, kein Problem. Das heißt, die Leute haben die ganze Zeit uns beiden zugeguckt. Egal. Kein Ding. Bei mir hat's geklappt, glaube ich. Sorry, Stream. Jetzt habe ich hier das gerade ein bisschen verkackt, aber jedenfalls kann man den Ogre hier rauslocken und in der Taverne quasi einsperren. Das ist natürlich cool, wenn es der Gegner nicht scoutet, aber wenn es der Gegner scoutet, vor allem wenn es ein Blademaster ist, der dann unsichtbar ankommt und dann den letzten Hit macht und dir dann die Erfahrung und das Item klaut, dann kann das natürlich auch stark in die Hose gehen. Also, es ist eine Option, man muss nur mit Bedacht das Ganze machen. Okay. Die Expansion hat auch wieder ziemlich viele Gift- und Purge-Creeps, genau wie bei Northern Isles. Sogar noch einen mehr, einen Knoll-Assassin mehr. Sprich, vor allem mit Wölfen ist das schwer zu creepen. Ich kann es nochmal zeigen. Hier gehen sofort weg. Ja, die weg, purgen dich weg. Da hast du keine Chance. Sprich, Fast Expansion ist nicht ganz so einfach. Ist trotzdem möglich, wenn du Undead oder Human bist, auf jeden Fall. Oder ja, mit Night Elf kannst du auch mit deinen Bäumen eigentlich alles creepen. Der Shop dafür ist relativ einfach zu creepen. Den mache ich auch gern, nachdem ich Level 2 geworden bin, mit den grünen Spots hier. Dann gehe ich sofort zum Shop meistens. Und hier ist es wichtig, dass man die richtigen Creeps angreift. Wen willst du denn als erstes angreifen hier beim Shop? Bin ich als erstes. Ich würde den Forest Troll High Priest angreifen. Genau, und warum? Weil der heilt. Der heilt die anderen. Richtig. Und du willst natürlich den Heiler so schnell wie möglich wegkriegen. Weg damit! Also ich habe jetzt hier keine Armee leider, von daher hau ich mal wieder ab. Alles gut, alles gut. Aber wir haben es verstanden, glaube ich. Genau. Und dann die letzte Besonderheit, die auch ganz gut für Ork letztendlich ist, ist der Fakt, dass wir einen Heal Fountain haben. Sprich... Ja, oh, traumhaft. Für Orks ist es natürlich besonders gut, weil Orks haben relativ starke Einheit mit vielen Hitpoints, dafür wenige davon. Und das Healing ist prozentual. Das heißt, wenn du einen Tauren da stehen hast, dann heilt der viel schneller als ein Footman zum Beispiel. Ja, geil. Jo, das ist eigentlich alles. Wir haben noch zwei Tavernen hier und hier. Tavernen tatsächlich. Genau, also oft hat man nur einen in der Mitte, aber hier ist ja schon der Concealed Hill in der Mitte. Wäre ein bisschen blöd, wenn da noch genau mittendrin eine Taverne stehen würde, dann könntest du gar nicht mehr exen. Ich sehe die zweite gar nicht. Wo ist die denn? Ja, gleiche Position, nur spiegelverkehrt quasi. Ah, okay, verstehe. Ne? Okay, alles klar, okay. Und das ist natürlich, wenn du Druck ausüben willst und du benutzt die Taverne vom Gegner, dann kannst du quasi kurz vor seiner Base nochmal einen zweiten Hero kaufen und dann in Situationen kommen, wo der Gegner vielleicht einen Altar-Hero baut und der braucht natürlich länger, weil der Unterschied zwischen Altar und Taverne ist... Welcher, Maxi? Der Unterschied zwischen einem Hero, den man am Altar beschwört, und den man an der Taverne kauft, ist, der in der Taverne hat keine Bauzeit, der ist sofort da. Genau, das heißt, du hast ihn sofort und oft ist es so, dass man als zweiten Hero
ja, ein Heroes, der also aus dem Alter baut, und der braucht halt mindestens 2-3 Minuten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang. Sprich, du kannst, du hast so ein kleines Zeitfenster von einer guten Minute, würde ich mal sagen, wo du einen Hero mehr hast als der Gegner. So, und jetzt kommt der Gegner. Ich hau mal schon ab und mach gleich mal Take a 4 auf. Alles klar. So. Die nächste Map. Ja, jetzt machen wir mal Echo Isles. Da kann ich das dann auch nochmal schön erklären, was ich vorhin erklären wollte. Das ist jetzt in anderem Ordner. Also all die Maps, die wir jetzt gespielt haben, das sind so Maps von der neuen Brigade. Und Echo Isles, das ist eine Oldschool-Map. Klassiker die, Echo Isles, ja. Hast du bestimmt auch noch deine eigenen Erfahrungen gemacht. Damals gibt es ja schon echt ewig lange. Ich weiß jetzt nicht, ob schon ewig lang. Oh, ich gehe in den Observer, okay. War die vom ganzen Anfang dabei, frage ich mich gerade, oder haben sie... Nein, Echo Isles ist mit Frozen Throne dazugekommen. Ah, ja, stimmt, stimmt. Echo Isles ist mit Frozen Throne dazugekommen. Wie hieß die andere Map nochmal? Nee, Plunder Isle war nie im Map-Pool. Im Leather Map-Pool schon, damals. Ja? Da habe ich sogar... Ist Plunder Isle, wo ist Plunder Isle die Map, wo der eine links unten startet und der andere rechts oben? Ja, ja, die ist auch sehr klein. Ja. Da habe ich damals gegen den Plug in den deutschen Meisterschaften gespielt, NGL Finals. Das war mein erstes richtig großes Turnier. Da hat der Gewinner irgendwie, warte mal, ich habe hier den Scheck noch hängen. Ich habe 2.500 Euro bekommen, er hat 5.000 bekommen. Bravo! Oh. Danke, danke, danke. Damals als 16-Jähriger war das schon ganz viel Geld. Alter, du warst da 16 Jahre alt, Alter. Ich glaube schon. Ja klar, du bist ja genauso alt wie ich. Wir sind ja auch 2. Juni, oder? Genau, richtig, richtig. 88 oder 86? Ja, ich bin 84. Ich bin alter. 84. Bin nicht so jung. Dann bist du 4 Jahre älter als ich, okay. Ich so, als wäre ich so voll stolz drauf. Ja, ja, okay. Da war ich 12. Als ich dir zugeguckt habe, wie du die NGL Finals gemastert hast. Ja, also ich war 16 oder 17 oder 18, irgendwas, auf jeden Fall unter 20 auf jeden Fall. Genau, krass. Das Alter weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nice, richtig nice. So, Blade Master First machst du, hä? Genau, weil hier will ich, das ist auch die einzige Map, wo ich auch an der Ladder Blade Master spiele, weil sonst mag ich den ja nicht so, wie die meisten auf meinem Stream wissen werden. Mhm. Weil das so ein sneaky Hero ist, du hast den Windwalked. Und ich hasse es, wenn die gegnerischen Blade Master meine Creeps klauen und mich nerven. Deswegen mag ich den nicht und spiele den auch selbst nicht so gern. Aber hier gibt es eine coole Creep-Route. Also auf Echo Isles, man sieht auch eine sehr kleine Map. Man hat jeweils eine Expansion wieder. Auch nur einen Shop und nur einen, eine Taverne. Sprich, du hast wirklich, du musst Prioritäten setzen. Gehe ich jetzt zur Taverne, gehe ich zum Shop oder gehe ich oben zum Marketplace? Den gibt es nämlich hier auch. Und so eine gängige Strategie für Orks, zumindest gab es mal so eine Zeit, also die Strategien ändert sich ja ständig, aber eine Zeit lang war dieser Shop-Creep extrem angesagt für Orks. Also du creepst zuerst erstmal hier deinen kleinen Ogre-Ball. Ja, 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 ja. Du lockst den raus, indem du kurz davor läufst und dann zurück. Das machst du, weil dein Grunt ist noch nicht fertig. Ich habe jetzt ein bisschen lang gebraucht mit meinem Grunt. Normal würde er jetzt rauskommen, wenn ich richtig spiele. Ah, schlau, okay, krass. Jetzt habe ich es halt verkackt, weil er, jetzt laufen sie gerade wieder zurück. Also jetzt tun wir mal einfach so, als würde das Spiel jetzt erst anfangen, ja? Ich laufe hin. Ja. Dann gehe ich gleich wieder zurück und dann kommt der Grunt und, Und dann würde hier der Grunt rauskommen und, schlau, krass, ja. Okay. Und was du auch machen musst, du musst mit deinem Blade Master zuerst angreifen, weil ansonsten wird der Grunt ensnared, wenn du mit deinem Grunt zuerst angreifst. Okay, das heißt, Hero, wenn er als erstes angreift, wird der nicht gefesselt von den Creeps. Genau, Heroes können nicht gefesselt werden von Creeps, das geht nur an Einheiten. Ah, okay. Sprich, du machst den ersten halt immer mit deinem Blade Master und jetzt bin ich im Windwalk und kann quasi hinter den Marktplatz laufen, was man sonst nicht machen kann, wegen den Creeps, und kann jetzt den Ogre Magi angreifen und die zwei anderen Warriors, die kommen jetzt nicht ran. Ach, ist das asozial. Genau, und, jetzt kann man noch schön Items nicht ran. Kaufen. Genau. Jetzt habe ich zum Beispiel noch eine zweite Gloves of Haste und dadurch kann ich den Creepspot richtig easy machen jetzt. Und das hat auch sehr gut geklappt. Das ist nicht einfach. Ich habe jetzt quasi gewartet, bis die zwei Trapper ihre Axt geworfen haben. Dann habe ich meine Heal Self genommen und dann bin ich in den Windwalk gegangen. Alter. Das ist teilweise
nicht immer möglich, weil du brauchst halt wirklich, das ist auf die Sekunde muss das Timing genau sein. Ansonsten musst du nämlich nochmal einen Windwalk machen, um rauszukommen. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen, ehrlich. Ja, war für mich gerade brandneu. Ich habe dir ja gesagt, ich zeige dir jetzt Sachen, die du nicht kennst. Ja, krass, Alter. Wenn du das nicht so hinbekommst, dass die Heal-Self abgebrochen wird, dann musst du leider nochmal eine zweite benutzen. Ja, okay. Der Blade Master, also der kann natürlich jetzt hier, der kann quasi immer Alleingang, kann der auch hier diesen Ogre Magi creepen. Vor allem, wenn er jetzt zwei Claws of Haste hat, das sind richtig gute Items. Wenn ich jetzt hier noch Claws of Attack bekomme, das wäre der Claws of Attack, ja. Also du willst als Ork quasi deinen Blade Master richtig pimpen mit Items. Jetzt wird's aber eng hier. Das ist auch ein richtig gutes Item, das Circle of Mobility. Ist auch gut, ja. Und was auch cool ist bei der Map, wenn du jetzt nicht so richtig deine Items findest, kannst du sie trotzdem noch kaufen. Also vor allem das Circlet. Das kostet 175, ist es nicht günstig, aber auf dem Blade Master ist es halt echt stark. Das ist so eine Dynamik von Ork. Du versuchst quasi die Spots zu machen, die Items geben, die gut sind für ihn, also Damage-Items. Und die kleinen Creeps lässt du einfach stehen für später. Also Du willst wirklich so schnell wie es geht. Ja, die Ogre-Magis durchcreepen, ja? Genau. Okay. So, jetzt hat man es mal gesehen. Jetzt habe ich mit dem Grunt zuerst sofort angegriffen und die ist jetzt ensnared. Wenn er direkt an dem Ogre dran steht, dann haut er trotzdem noch zu. Boah, jetzt haben wir noch eins gefunden. Das ist natürlich jetzt. Sauber. Okay, das ist krass. Ein krasser Blade Master. Der hat jetzt so viele Circlets an, der sieht aus wie ein Rapper. Weil er so viele Armbänder anhat und so. Der weiß gar nicht mehr, wohin damit. Jetzt sieht man hier schon die 90er Crits. Du musst halt, was ich immer persönlich auch schwierig finde, wenn du dann erstmal so ein Blade Master hast mit richtig geilen Items, wie jetzt. Oft komme ich in diese Situation, wo ich dann nochmal ein geiles Item finde und dann habe ich überhaupt keinen Platz mehr für eine Healing Potion oder Invo Potion und dann stirbt er halt extrem schnell, wenn er scheiße. So. Ja, ich denke, das ist Akai. So hast du noch die Merc Camps. Das wird sehr oft bei Humans benutzt. Sprich, die können hier sofort hin und vor allem, wenn sie gegen Ork spielen, da ist ja dieser Shadow Priest hier sehr gut, weil er dispellen kann. Und der wird jetzt weggeballert. Genau, ich werde jetzt noch meinen Blade Master opfern hier. Aber siehst mal, wie viel Schaden er macht. Also der krass, war eigentlich schon fast voll. Ja, nice. So, jetzt kommt auch gerade zufällig der Gegner. Von daher. Ja, aber ich glaube, wir haben da alles gesehen auf der Map. In der Mippe ist noch Mippe. Die Taverne. In der Mippe. Genau. Ja, das ist eine sehr kleine Map. Aber der, dieser Creep, der ist halt richtig cool. Alter, das habe ich noch nie. Das heißt, also du, wenn du auf der Map bist und du spielst Blade Master First, dann machst du erst einen Shop Creep beim grünen Spot. Dann läufst du zum Marketplace mit einer Salve, ballerst den Ogre-Magi weg, schnetzelst den einfach schön weg, ja, schnappst dir das Item, läufst runter links zur Expansion von deinem Gegner, schnappst dir da den Ogre-Magi, nimmst da das Item, gehst zum Shop vorbei, vielleicht findest du ja noch was. Richtig krass. Genau, und das Coole ist auch, wenn du jetzt nichts gefunden hast und du bist am Marktplatz und der Gegner hat jetzt was Schönes gefunden, die Chance ist ziemlich hoch, dass du entweder Claws of Attack oder Claws of Speed oder diesen Circlet siehst. Und alle drei sind halt richtig gut für den Blade Master. Genau, jetzt haben wir noch drei Maps. Last Refuge kommt als nächstes dran. Also als ich damals den Home Cup beim Take gecastet habe, Last Refuge kannte ich gar nicht. War mir neu. Ja, die ist auch relativ neu. Ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, wieder so vor knapp 2 Jahren oder so, da hatte ich auch echt null Plan. Also Last Refuge war neu, die Concealed Hill ist neu, Amazonia ist neu, Northern Isles ist neu. Also der halbe Map-Pool war anders. Also da war ich echt am Anfang ein bisschen verwirrt. Und ich habe auch immer diese Map, diese Last Refuge, habe ich immer mit Concealed Hill verwechselt. Weil die sind so vom Aufbau her relativ ähnlich. Die ist ein bisschen breiter hier. Aber du hast auch deine Red Spots links und rechts. Nur sind das keine Fountains diesmal. Es sind Expansions, also eine Goldmine mit Ogre Lords. Sprich, für Ork ist es dann nicht mehr ganz so gut. Deswegen habe ich die Map auch rausgewählt in meinem Map-Pool. weil die andere, die Concealed Hill ist halt ein bisschen nicer für Orks, weil du den Ork, den Ork Fountain, den Health Fountain hast. Den lebensregenerierenden, genau. Ja, und auf der Map ist es als Ork auf jeden Fall relativ gut, wenn du harassen gehst. Du kannst ja auch creepen. Ich gehe natürlich auf jeder Map, aber du kannst nicht so schnell auf Level 2 creepen. Das ist die Sache.
Aber für einen Blade Master gibt es ein paar coole Spots. Du hast hier so Trapper, die zeige ich gleich mal, wenn ich meinen Hero habe. Da kannst du auch ein gutes Item finden. Also du kannst quasi das, was wir auf Echo Isles gemacht haben, kannst du so ähnlich auch hier machen. Nur nicht mit diesem coolen Marketplace-Trick am Anfang. Aber vom Prinzip her ist es trotzdem noch eine gute Strategie als Blade Master. Du willst quasi möglichst gute Items finden und dann halt deinen zweiten Hero leveln, während dein Blade Master beim Gegner ist und versucht, Last okay. Hits zu machen. Und das hat okay. dieses Nervige, deswegen mag ich den persönlich nicht so gerne. ansonsten haben wir zwei Shops, sprich, hier hast du die Möglichkeit, Karnik. Auch wenn du jetzt deinen eigenen oder einen von den Shops, wenn du da einen Kampf verlierst, dann hast du immer noch einen anderen Shop, wo du dir auch nochmal Healing Scrolls und Invo Potions kaufen kannst. Sprich, bei Shops, bei zwei Map-Shops hast du immer quasi dieses Backup und bei Maps mit einem Shop, da ist dieser eine Shop umso wichtiger. Ansonsten die zwei Red Spots, wie gesagt, gibt es keine Fountains. Und wir haben zwei Expansions. Hier ist dieser Troll High Priest, der gibt ein gutes Item. Und die Expansions, die haben auch ähnlich wie bei, genau das gleiche wie bei Echo Isles, relativ einfach zu creepen. Ja, okay. Ogre Magi. Und du hast relativ nah an deiner Base hast du ein Merc Camp. Das macht natürlich macht die Humans oft, die locken auch oft mal hier die Leute raus. Ich zeig das mal. Oh, das klappt gerade nicht so. Die nehmen quasi eine Einheit und locken so die Units raus und kommen dann mit der Miliz von rechts an und killen dann hier die Einheiten. Okay, verstehe ich. Und ja, wir haben noch das Goblin Lab auf diesem kleinen Hügel neben der Main. Das ist ganz nice, wenn du zum Beispiel ein Sentry Ward hast, dann kannst du das oben draufsetzen. Auch wenn du unten stehst als Held, kannst du es trotzdem oben draufsetzen, komischerweise. Und hast dann einen richtig schönen Überblick über die gegnerische Base. So. Twisted Meadows. Ah, Oldschool. Oh, Twisted Meadows, das ist echt einer meiner Lieblingsmaps, weil ich die noch kenne, also. Ja, und das ist auch einer der Maps, wo die Meinungen etwas auseinander gehen. Ja. Sie ist immer noch im Map-Pool. Und das Coole ist an der Map ist, du hast immer extrem krasse Spiele. Ich suche gerade. Okay, ja, voll geil, ja. Also du siehst Spielmechaniken, die du sonst auf so kleinen Maps gar nicht sehen würdest. Ja. Ich persönlich finde es auch sehr cool. Einfach aus dem Grund, weil ich so Nicht-Standard-Spiele einfach mehr mag als so die Standard-Spiele. Ich lade dich nochmal kurz ein. Oh, geil. Und man sieht sehr, sehr häufig hohe Heroes. Warum ist das so? Die Map ist groß. Also, Moment, beim 101 sieht man sehr hohe Heroes. Ja, genau. Oder? Beim 2-2 theoretisch auch. Theoretisch auch, klar. Einfach, weil du so viele Creeps hast. Also, je größer die Map und je mehr Creeps auf der Map sind, desto mehr kannst du natürlich leveln, ohne gegnerische Einheiten töten zu müssen. Ist natürlich limitiert auf Level 5. Also nach Level 5 kriegst du keine Erfahrung mehr auf deinem Helden. Das hat man auch noch nicht besprochen bis jetzt. Das ist vielleicht eine ganz nette Information. Du kannst quasi nur bis Level 5 leveln mit Creeps und dann musst du ja gegnerische Einheiten töten, um noch höher auf Level 6 und weiterzukommen. Und wie man sieht, 4-Spieler-Map, wo jetzt keine Spieler starten. Es ist quasi automatisch ein Red Spot mit ziemlich starken Creeps. Und was hier besonders ist, ist die Tatsache, dass wir eine Insel haben. Sprich, es gibt nochmal 4 extra Red Spots in den jeweiligen Ecken. Genau, genau. Hier in den jeweiligen Ecken, da ist ein roter Creep Spot, bedeutet sehr starke Creeps. Und gleichzeitig sind da auch noch so Goldminen. Deswegen können die Spieler auch so lange werden, weil einfach Spieler sich einen Zeppelin mieten, ja, und dann einfach darüber fliegen und sich dann da einbunkern. Genau. Und was auch cool mega ist, nervig, ey. Vielleicht, das Spiel spiele ich mal ein bisschen länger. Wenn wir über Zeppelin reden, da will ich auch nochmal zeigen, was man mit dem noch so machen kann. Mit Katapulten kannst du quasi. Oh, nee! Willst du nicht sehen? Nee! Würde vielleicht auch ein bisschen lang dauern, aber wir können es mal erklären. Ja, eben. Also du kannst theoretisch ein Zeppelin kaufen und dann mit zwei oder auch nur einem Katapult kannst du quasi Löcher in den Wald reinschießen und dann den Zeppelin nehmen, um die Einheiten in das Loch rein zu choppen. Und die können dann quasi die Base angreifen vom Gegner, ohne angegriffen zu werden. Zumindest von Nahkampfeinheiten. Ist eher so eine Late-Game-Strategie, sag ich mal.
Das ist eher eine Taker-Strategie. Also ich würde halt Tower dann reinbauen in den Wald. Ja, klar. Ja, muss man nicht mehr erklären, gell? Wir haben 4 grüne Spots. Die wurden jetzt auch im letzten Patch geändert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Okay. Man kriegt jetzt ein Item. Vorher gab es gar kein Item. Da gab es wirklich nur 2 richtig schlechte Creeps. Und ja, du hast nur Gold bekommen. Und jetzt gibt es 3 richtig schlechte Creeps und du bekommst zumindest einen Folianten. Ah, okay. Also zumindest etwas. Ja. Zumindest ja, etwas gibt es. Ja, jetzt gibt es okay, noch einen zweiten Gnoll. Es ist eigentlich genauso leicht noch wie vorher. Aber zumindest bekommst du ein Item, weil das ist wirklich die einzige Option, die ich jetzt als Farseer-Spieler creepen kann, weil hier den orangen Spot, da haben wir wieder unsere Purge-Brüder, die mir die Wölfe wieder weghauen dann sofort. Das heißt, ja, ich kann ihn nicht als erstes machen. Und ja, so eine Fast Expansion ist auch zu hart. Wir haben 2 Shops, links und rechts, und auch 2 Merc Camps und 4 Goblin Labs. Das heißt, dadurch, dass die Map so groß ist, musst du auch öfters mal die Reveal-Eigenschaft von dem Lab benutzen, sprich aufdecken. Du kannst dann quasi ein bisschen Gold investieren und dadurch einen kleinen Bereich vom Bildschirm diesen Fog of War rausnehmen und schauen, was der Gegner da gerade macht. Oder einfach mal schauen, auf was er so taggt in seiner Main oder ob er eine Expansion gebaut hat. Das wird relativ oft benutzt. Und ja, wie gesagt, die Red Spots in den Inseln, die sind mit dem Trachten noch belegt. Da musst du natürlich erstmal eine ziemlich starke Armee haben, um die überhaupt creepen zu können. Aber dadurch, dass die Map so groß ist, gibt es halt sehr oft ja, sehr hohe Heroes und du kannst Echsen auch ein bisschen verstecken, weil wir haben jetzt hier 4 verschiedene Natural, also Natural Expansions sind immer die Expansion-Spots, die am nächsten zu deiner Echse sind. Also meine Natural Echse würde diese hier sein. Wenn du hier unten startest, hast du links als Natural Echse. Und ja, was man hier ganz cool machen kann, also nehmen wir mal an, mein Gegner würde links oben starten, dann könnte ich links unten Echsen. Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass er das nie rausfinden wird. Außer er ist halt ein guter Spieler und scoutet die ganze Zeit. Aber das passiert relativ häufig, dass du spielst und spielst und denkst, oh ja, jetzt habe ich ihn gleich im Sack. Und dann denkst du, hä, wieso gibt den nicht auf? Und wieso kriegt er immer mehr Einheit? Und dann merkst du, ach, der hat da unten noch eine Echse gehabt. Also das ja, okay, ja, verstehe. Man kriegt so eine eigene Expansion, kriegt man gegenüber dem Feind auf der Map halt relativ schnell gut durch, ne? Genau, weil es so eine große Map ist. Und ja, einige sagen, die Map soll raus aus dem Competitive Map Pool. Ich finde sie persönlich cool. Ich hoffe, dass sie drin bleibt. Und jetzt haben wir noch eine Map. Tirina Stand ist jetzt noch übrig. Manchmal Taker 7 auf. Ey, du brauchst so viele Klicks heutzutage mit dem Reforge, bis du eine Map aufmachst mit dem Advanced Option. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Ja, ja, ich warte auf deinen Invite. Ja, so, jetzt hab ich's. Invite. So. Tirinas finde ich auch cool, weil da kann ich meine Lieblingsstrategie spielen: Shadowhunter Pitlord. Und man kann wieder Lightning Shield Creep machen. Ist auch eine kleine Map, relativ wieder. Dafür sind die Wege aber ein bisschen länger als bei Amazonia, weil du hast diesen Fluss da überall. Das heißt, du musst so ein bisschen in Schlangenlinien zum Gegner laufen und das verzögert das Ganze natürlich. Und ja, hier kann man auch wieder den Lightning Sheet Creep machen. Hey, warte mal. Oh Mann, ey, ich habe jetzt die falsche Map. Hey, das ist natürlich. Oh. Das ist doch nicht die Arena Stand, oder? Das ist die alte Version. Da fehlt. Ja. Ich mach nochmal neu auf. Mach nochmal neu. Schon ewig lang keine Custom Games mehr gehostet, weil in der Ladder musst du das natürlich nicht machen. Da drückst du auf Ladder und ab geht's. Dann ist sie hier bei Community wahrscheinlich drin. Ne, da ist sie nicht drin. Taker sucht die Map. Frozen Throne. Taker sucht die Map. Map. Ah, jetzt hab ich's. Im Frozen Throne Ordner ist sie drin. So. Gut, ich lade dich wieder ein. Und nice. Dann probieren wir es nochmal. Ja, okay, die Minimap sieht doch schon ganz anders aus, gell? Ist, ja, voll. Hat nicht so eine traurige Farbe. Ist so ein helles Grün. Sieht tatsächlich so aus, als ob es Natur gäbe. Verschiedene Grüntöne.
So, und hier können wir jetzt auch den Lightning Shield. Ich habe mich schon gewundert, weil die Goldmine ist auch hier anders. Weil auf der anderen Map ist die 90-Grad-Winkel, da kannst du keinen Peon Micro machen. So. Upsi. Chimera Stand ist auch so eine Map. Bei bestimmten Rassen gibt es da so ein paar Besonderheiten. Also die Night Elves zum Beispiel, die spielen da sehr gerne die Warden. Aus dem Grund, mit ihrer Plink-Fähigkeit kann die über diese Flüsse drüber plinken. Oh, asozial. Und dann kannst du mal gucken, wie kurz der Weg ist von deiner Natural Expansion zur gegnerischen. Du kannst hier plink, bisschen laufen und plink und dann bist du bei dem Gegner in der Echse. Und deswegen spielen die Night Elves die Warden hier ganz gern. Man sieht auch häufiger mal den Mountain King zuerst, weil du kannst hier mit Milizen sehr schnell starke Creeps abcreepen. Was du auf anderen Maps, also kriegst hier bei dem Merc Camp zum Beispiel, kannst du eine große Mana Potion bekommen, die ist jetzt natürlich im neuesten Patch ein bisschen abgeschwächt worden. Aber es ist immer noch ein gutes Item auf jeden Fall und du hoffst halt immer Mana-Items zu bekommen. Und der Lightning Shield Creep, der ist hier noch ein bisschen schwieriger. Bei Amazonia, bei der allerersten Map, die wir vorhin hatten, da gab es ja nur 3 Creeps. Hier gibt es jetzt 4 und 2, die Frost Armor noch machen. Du musst auch deinen Peon ein bisschen früher runterschicken, damit du dein zweites, dein Gebäude, also ich baue immer meinen Shop hier unten hin. Ich könnte auch theoretisch meinen Shop in die Main bauen und dir das Lightning Shield mit dem Peon triggern. Also wie gesagt, du musst einfach nur auf beiden Seiten was stehen haben von deinem Held und dann wird das Lightning Shield gecastet. Ist natürlich ein bisschen, ja, wenn du den Shop so baust, kann der natürlich schnell, ja, gekillt werden vom Gegner. Also du hast keine Peons zum Reparieren in der Nähe. Klar. Aber dadurch, ist halt für dich angenehmer, dass du schneller an dein Zeug rankommst, ne? Genau, und mit der Strategie, also ich spiele hier Shadowhunter Pitlord und ich versuche dann quasi den Pitlord hochzukriegen und dann werde ich ständig Druck machen. Also idealerweise bin ich dann eh meistens beim Gegner und vor allem gegen Human, der expandiert dann gern. Und ja, jetzt machen wir nochmal hier so einen Lightning Shield Creep. Du musst quasi den Grunt stehen lassen. Und was auch wichtig ist, und jetzt sieht man, alle 4 werden hier gerade von einem Lightning Shield quasi angeschwächt schon mal. Dann geht das natürlich richtig schnell. Was man noch beachten muss, also gerade wieder, dass man hier nicht klaut quasi den letzten Hit. Also immer schön den letzten Schritt zurücknehmen. Jetzt ist das Lightning Shield auch weg, da muss ich jetzt nicht mehr drauf aufpassen. Und eine Sache, die man noch beachten muss, ist, dass du quasi am Anfang, wenn, also wenn ich jetzt hier so, jetzt mach doch nochmal ein Lightning Shield. Du musst quasi den Gegner angreifen und dann eine Sekunde warten. Wenn du angreifst und sofort mit deinem Shadowhunter runterläufst, dann ist es nicht genug Zeit, um Lightning Shield auf dein Hero zu bekommen. Okay. Also das ist noch so eine kleine Besonderheit. Alter, das ist so krass. Ja, das ist schon, es ist jetzt nicht mehr für die Anfänger, da ist schon wirklich so für... Ja, ja, da ist schon was dabei. Da ist schon was dahinter jetzt. Und benötigt auch viel, viel Übung, sagt ihr. Ich kann das gleich jetzt hier nochmal machen. Ich habe es noch nie mit einem Serpent World gemacht, das müsste aber theoretisch auch gehen, das probiere ich jetzt mal. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Nee, geht nicht. Du brauchst wirklich eine Einheit. Weil hier kannst du es auch nochmal richtig cool machen, wenn du dann deinen zweiten Grunt hast. Ja, klar. Also du kannst damit richtig schnell creepen und du musst nur aufpassen, vor allem bei dem Camp. Die Assassins, die haben all diese Speere mit Gift und die sind... Giftpfeile, ja. Die hauen richtig rein. Das gleiche hier unten bei der... Also das ist nicht deine Natural. Deine Natural ist hier oben. Die ist auch leichter zu creepen. Und bei dieser zweiten Expansion-Option, da gibt es halt auch nochmal diese Gift-Leute. Ja. Von daher, das ist dann eher so ein bisschen was fürs Midgame. Das creept man am Anfang nicht sofort. Die Natural Expansion ist relativ einfach zu creepen, wobei nicht, ja okay, nicht relativ einfach, es sind auch schon ein paar Einheiten. Aber du kannst als Human zum Beispiel zuerst hier oben creepen bei deinem Merc Camp und dann als zweites mit Milizen kannst du schon als zweites Camp die Echse freiräumen. Als Ork natürlich nicht. Ork ist nicht so die Fast-Expansion-Rasse. Mit Night Elf hast du natürlich deine Bäume, die immer beim Creepen helfen. Na klar. Ja, was macht der TC? Und hast noch einen Marktplatz in der Mitte mit 2 grünen Spots. Und die grünen Spots sind interessant für den Plate Master. Du kriegst da nämlich wieder die Items, die gut für ihn sind. Also
Loss of Haste, Attack, Speed, Circlet. Ist auch für die Strategie mit dem Pit Lord ganz nice, weil den musst du genauso wie den Blade Master mit Items zudröhnen. Also ja, er braucht ja. Alles außer Intelligenz kann er gebrauchen, weil er ist ein Tank und mit Cleave Damage wird er dann noch später Schaden austeilen quasi. Und da werde ich nochmal im Detail, also diese Ork-Strategien, sage ich mal, Shadow and Pitlord zum Beispiel, das werden wir nochmal im Detail eingehen, wenn wir dann unsere Ork 101 Advanced Strat Session haben. Ich denke, für die Maps ist es eigentlich okay. Das sind jetzt so, jetzt kennt ihr mal die 7 Maps, genau, auf die es ankommt. Im 1-on-1 zumindest. 2-on-2 gibt es natürlich dann noch andere Maps. Und ja, ich hoffe, das war einigermaßen hilfreich für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Ey, vor allem dieses Lightning Shield Creepen, das ist schon so, Alter, das muss ich in den nächsten Custom Aims auf jeden Fall üben, ey, weil da geht es wirklich darum, dass man das richtig hinkriegt und dass das abpasst. Aber wenn man das drauf hat, ey, man hat ja mega Vorteil. Genau, du musst nur aufpassen, wenn dein Gegner dich harasst. Also ich hatte echt viele Situationen, also ich werde jetzt ein paar Letterspiele machen, da sieht man es vielleicht wieder. Ich creep schön, mach die ganze Arbeit, Lightning Shield und dann kommt der Blade Master, zack, Last Hit Item, zack, Last Hit und klaut quasi alles. Und das ist natürlich extrem blöd.